Kann man das umbringen, umsetzen, umbringen? Kann man so umsetzen? Das werde ich schon schaffen. Ich glaube an mein Team hier. Für alle, die ins Bett gehen, gute Nacht. Danke, dass du da wart. Wir werden das hier noch ein bisschen weiterziehen. Woher kommt nur das ganze Blut? Okay. Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt, Leute. Das ist hart. Wie mache ich das? Woher kommt das? Boah, das ist schwer. Okay, ich mal einfach jetzt mal Blut. Ich mache erstmal den Boden anders. So, der Boden ist das. Und die Wände sind das. Und das ist draußen, das kann so bleiben. Nein, wir machen so Schweinereien, was ihr da schreibt, nicht. So, jetzt machen wir erstmal Blut. Oh, pass auf. Die Farbe muss anders. Die Farbe muss... Gelbe Wand ist auch gut. Oh, ist schon hart, ne? Machen wir es lieber so. So. Sieht man das Rot trotzdem noch? Oh, wie mache ich denn die Wände anders? Ich kümmere mich jetzt gerade mehr um die Wände als... Ist egal, okay. Ja, man sieht's. Ich versuche das mal irgendwie jetzt gerade zu malen. Es ist schwerer, als es sich anhört, Leute, weil nee, warte. Das ist echt schwerer zu malen, als es ist, als man das denkt, weil keine Ahnung. So, jetzt pass auf, jetzt müssen wir es ein bisschen markanter machen. Nee, wenn ich mich dazu... Woher kommt das ganze Blut? Es ist ja keine Person da.
Ich darf keine Person malen. Das ist wichtig, weil sonst ist eine Person mitten im Bild und das möchte ich ja nicht. Ich möchte das ja, man muss ja versuchen, das zu beschreiben, so gut wie es geht. Deswegen mache ich mache jetzt, also auch diese Wand ist scheiße geworden. Also die Wand ist okay, aber ich meine jetzt, die Wand ist doof, weil jetzt könnte man sagen, in einem Haus ist Blut. Aber anders kann ich das nicht beschreiben. Ich weiß nicht, wie man das sonst beschreiben kann. Ich will auch jetzt gar keine Mauer malen. Ich will auch gar keine Fensterbank und keine Wolken malen. Es geht ja nur darum, woher kommt nur das ganze Blut? Und das ist wichtig. So. Fertig. Ich bin der Erste. Wow. Mach weiße Wände? Nö. Nö. Weiß auf dem Hintergrund, auf dem hellen Hintergrund sieht nicht gut aus. Nee, ich mach die Wände nicht weiß. Das ist okay so. Das kann so bleiben. Aber ich bin immer noch der... Ah, drei sind schon. Okay, drei. Ich kann Schokolade essen. Ich habe Zeit, Schokolade... Ist das letzte Stückchen von King Ladies Schokolade. Jetzt das letzte Stück. Dankeschön. René, gute Nacht. Wow. Immer noch nicht. Das müssen ja immer. Ich weiß gar nicht, was ich. Kann man so eigentlich so lassen? Ne? Was soll ich noch so machen? Jetzt. Sehr schön. Ich habe schon Angst gehabt, das wird hier eine lange Session werden. Das ist gut geworden. Also, anders kann ich mir das Ganze gerade nicht so beschreiben als Bild. Wie simpel so welche Spiele gemacht sind und wie gut die am Ende werden. Ne? Das ist eigentlich ein Spiel, wo eigentlich der Spieler das Spiel macht. Alles andere ist ja nur malen, mehr nicht. So eine Runde Paint. So, mal gucken, was kommt jetzt? Ist das? Ist das okay? Das ist doch Games of Thrones, oder? Schreibt man das Thron? Wie schreibt man Thron auf Deutsch? Thron? Schreibt man Thron so oder kommt da wirklich ein H dazwischen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ist egal. Mit H, okay. Sexy Dex Krankenschwester. Sexy Dex Krankenschwester mit Spritze. Oh, das kann ich easy. Das kann ich easy malen. Das ist doch gar kein Problem. Sowas malen wir. Alles gut. Das kriegen wir alles hin. Das kriegen wir hin. Was? Wir malen das gerade wieder, was wir gerade eben gemalt haben. Ich glaube, ich mal wieder so ein Haus. So ein Krankenhaus. Wir malen mir so ein Zimmer. So ein Zimmer. Dann wissen sie schon mal, von wem der Quatsch ist. So. Jetzt mache ich nämlich jetzt hier
The Bed. Eigentlich brauche ich gar nicht. Ich mache einfach nur dieses Zimmer. So, fertig. Jetzt machen wir die Wände so. Warum ist das nicht? Ah, oh, das ist nicht zu. So. Okay. Das ist schon schreckliche Farbe, ne? Nee. Was sind im Krankenhaus sind so? Krankenhaus sind so. Okay. So, jetzt mache ich mich. Alles andere brauche ich nicht. Sexy Dex Krankenschwester. Ah, oh, das Grün ist blöd. Sekunde, das Grün sind ja meine Haare. So, das sind Krankenhäuser. Das ist eine sexy Krankenschwester, soll das sein, ja? Okay, das soll eigentlich ein Mund sein. So soll das eigentlich sein. Das soll eigentlich hübsch aussehen. Naja, okay. Ist nicht so ganz gelungen, ist egal. So, machen wir erstmal ganz kurz. Jetzt, oh, jetzt kommt Peppa Pig. So. Nicht zu. So. So. Jetzt malen wir noch ganz kurz die Augen. Oh, die Augen müssen diesmal schön gemalt werden. Jetzt muss ich mich so ein bisschen. Oh Gott. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Das ist eine sexy Krankenschwester, Dex. So. Oh, sehr schön. Und ich mache mir noch mal schnell die Hände. Mit Spritze. So. Kann ruhig noch ein bisschen breiter sein, damit ich das besser füllen kann. So. Spritze. Wieso wissen wir immer alle, wie viele Spritzen gemalt werden? So. Die machen wir mal hier. So. Oh, nee. So. Nee. So. Okay. Hier. So. Okay, das ist eine Spritze. Jetzt machen wir noch schnell ein Kreuz. Schön dick. Diese Beine. Und natürlich, weil wenn man sexy ist, sollte man auch vernünftige Schuhe haben. Mein Gott, vernünftige Schuhe, habe ich gesagt. Ich komme mir schon ein bisschen vor wie Peppa Pig. Es ist auch Peppa Pig. Ich bin großer Fan von Peppa Pig. So. Voll cool, ne? So. Ist doch gut gelungen, Leute. Ich könnte mich mal wieder selber loben. Von meiner Bescheuertheit hier. Yeah. So, wir machen jetzt nochmal ganz schnell. Ich muss noch ganz schnell was dazu malen. So. Nee. Okay. Genauso aus wie eben, ne? Ist genauso bescheuert geworden. Also kann ich es auch direkt so lassen. So. Kann man das so lassen? Sexy Dex Krankenschwester mit Spritze.
Okay, passt doch. Kann man so lassen? Das X markiert das Ziel. Das könnte sein, ne? Ist das ein X jetzt, glaube ich, ne? Oh Gott, ja, macht ja, ihr habt schon wieder recht. Ich mach das wieder zum X, zum. Kreuz. So, ist Kreuz wieder, okay? Oh Gott. Wenn man wieder zu viel malt, dann kommt nur Mist dabei raus. Okay. Das Krankenhaus zu viel zu. Ja, ne? Ihr habt recht, ich habe das Krankenhaus zu viel zu viel hervorgehoben. Mache ich direkt weg. So. 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 Ah, ich bin verschwunden. Ich muss hier die Hände wieder wegmachen. So. Jetzt kann ich es mehr weg. So. 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 Passt. Okay. Ja. Fertig drücken. Passt. So. Sexy Dex Krankenschwester mit Spritze. Fertig. Alles gut. Ja, okay. Das Krankenhaus war angedeutet. Jetzt ist es nicht mehr da. Okay. Es ist verschwunden. Ich hätte, glaube ich, mehr Lippenstift machen sollen, anstatt mich jetzt mit diesem ganzen Krankenhausquatsch dazu zu dingsen. Oh. Oh, süß. Rauchender Schneemann fährt Ski den Berg herunter. Voll gut, das ist vom Metal gezeichnet, ganz klar. Oder? Ich denke mal, es ist vom Metal. Schneemann fährt Ski den Berg. Ja, machen wir so. Muss man Ski mit I schreiben? Es tut mir very sorry. Ich hab's heute nicht mit deutscher Sprache. Ich kann keinen Wolf malen. Wie male ich denn so einen bescheuerten Wolf, der irgendwas anjault? Passt. Ist mir ganz gut gelungen. Das ist kein Schwein. Das ist ein. Nein. Das lasse ich mir nicht sagen. Das ist ein Wolf. Ganz klare Sache. Und der ist gut gelungen. Ups. Hä? Das ist doch kein Schwein. Ganz klar Wolf. Ihr habt ein Schwein im Kopf. Das gibt's gar nicht. Ich gebe mir so viel Mühe. Pass auf, du. Hier so. Jetzt? Ah, okay. Das, ja, der macht doch. Do you know? Au, au, au. Liebes YouTube da draußen, ich bin gerade auf Twitch unterwegs. Der Twitch-Chat, der schreibt, das ist ein Schwein.
Bitte schreib was. So. Das könnte auch eine Beutelratte sein. Du kriegst gar nicht eine Beutelratte, du. Ja, komm. Ich bin jetzt kein, ich bin ganz sicher kein Zeichenkünstler, aber das kann man doch wohl erkennen, dass das ein Wolf ist, oder? Ja, jetzt, das darf ich nicht machen, ne? Die haben ja eigentlich auch so. Das ist nicht gut. Sieht die gleiche Fresse wie die Kuh vom Metal. Ja, so ähnlich, ne? Aber ja, es ist doch hier Mond. Der Mondschein. Das ist die Mondschein-Symphonie einer. Ich hab keine Ahnung, wie man sonst noch so ein. Nee, das ist. Wir muss ja so machen. So. Das reicht. Vollkommen, Leute. Sternen, Himmel. Sternen, Himmel. So, passt. Wolf heult, jault den Mond an. Ende. Schluss jetzt hier. Das ist ein Wolf und der Wolf macht wuh. Ich weiß nicht, der soll aber nicht pfeifen. Der macht der wuh. Der soll ja nicht pfeifen. Wenn er pfeift, der macht er eine Note. Nee. Nee, ich mach keine Note. Das soll man doch erkennen. Ganz ehrlich, der sitzt so und ich habe da die eine Pfote so gemacht, als ob der sich mit der anderen Pfote die Eier packt oder so. Kann das sein? Das sieht so aus, als ob der sich ein Eier spielt mit der anderen Pfote. Stimmt das? Ich habe zu viel Fantasie. Das macht er auch. Das machen meine Wölfe. Ja, der Kopf sollte eigentlich ein bisschen mehr nach oben gestreckt sein, ist aber okay. Der findet den Mond eben geil. Deswegen machen das ja Wölfe immer. Du weißt ja nicht, was so ein Wolf macht. Nee, ich darf mich jetzt nicht. Ich könnte jetzt so. Das wird dann geklippt und dann gibt das dann irgendwie so ein. So ein Lauffeuer, wenn der Deck so nach hinten dreht und dann macht der macht sowas. Dann gibt das einen Clip und dann gibt das ein Lauffeuer, dann kommt das bei Twitch an und Twitch sagt, sie haben sich eingeschleudert mitten im Stream. Sie verdienen die Partnerschaft sofort. Ja, ich finde meinen Wolf gut. Ich finde meinen Wolf gemütlich, süß und der macht Wo sind die anderen? Kann man die zwingen dazu? Wir wollen die anderen dazu zwingen. Der macht Oho. Also wenn ich mal ab und zu meine Zeichnungen sehe, würde ich mir sogar so weite Comic-Zeichnungen angucken. Also diesen Wolf finde ich ganz niedlich, bis dass er natürlich ziemlich einen steifen Bein vorne hat. Der läuft dann bestimmt so durch die Gegend. Aber es ist ja auch der Steifbein-Wuchs, Fuchs, Wolf. Na endlich. Ja, malt ihr mal mit nächste Woche. Alle malen dann irgendwann mal mit. Dann will ich mal sehen, was ihr zeichnet. Meine Zeichnungen sind eigentlich immer ganz gut.
Und der Mond ist bestimmt genau richtig. Der hintere Fuß, der sitzt doch auch. Das ist die Pfote, sitzt ja. Die andere hängt zwischen den Beinen. Der macht da irgendwelche Schweinereien. Und die andere so. So sieht das aus. So. What? Ups. Dino. Weiß nicht, was das für ein Dino ist. Dino. Beißt man den Kopf ab. Blue. Ist egal, das schreibe ich nicht dazu. Die Augen so, Hilfe! Benny labert einen pinken Vogel voll. Okay. Hab ich. Das hat bestimmt die Eule geschrieben. Merken, Eule hat das geschrieben. Ich hab schon was in den Kopf. Nicht viel, aber ab und zu mal was. So. Nee, den Stängel tue ich da wieder weg. So. Jetzt kommt da wieder so Schweinereien. Ach, was mache ich denn da? Ich mache zu viel Baum. Ist egal. Ich mache jetzt wieder viel zu viel Baum. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich will nicht zu viel beschreiben, was nachher am Ende gar nicht da ist. Ist egal. Jetzt mache ich Blatt. Jetzt bleibt es beim Blatt. Jetzt habe ich es gemalt. Jetzt bleibt das auch so. So, fertig. Jetzt mache ich den Vogel. Vogel kann ich nämlich nicht malen, deswegen habe ich einen Baum gemalt. So, jetzt mache ich den Vogel. Nee, du guckst in die falsche Richtung. So, okay. Vogel nehme ich mal. Das ist die Vogelfarbe. Sieht man sofort. Okay, das ist Vogel. Das ist Vogel, Vogel. So, Vogel sitzt auf the Ast. Und dann kommt Benny von the Behind. Nee, von the Front. Und quatscht. Nein. Bla bla bla. Bla 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 bla. Bla bla. Bla bla. Bla 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 bla. Bla bla bla. Kennt ihr die Folge von Mr. Bean in der Kirche? Bla 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 bla. Bla bla. Bla 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 bla. Oh, das kann ich natürlich jetzt nicht mehr so hinbringen. Dann muss ich das eben anders hinbekommen. Dann muss ich das eben selber malen. Ein Pinkelvogel. Oh, habe ich ganz vergessen. Ich hätte es nochmal nachgelesen, ganz ehrlich. Ich bin ja schon ganz weit weg gewesen mit meinen Gedanken. Und ihr wart dann schon
Oh, das war zu dick hier, so. So. Okay. So. Ich geb dir mal was. Ich geb dir mal. Benni hat gelbe Zähne. Nein, ich geb dir keine gelbe Zähne. So. Blablabla. Bla. Oh Gott! Nein, der Vogel fliegt sonst weg. So. Zunge. Bla 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 bla. Bla. Was hat der Benni? Benni hat ist hier so. Das ist Benni. Oh nein. Das ist, so sieht Benni aus übrigens im Real Life. Genau so. Komm, das wird jetzt so. So, das ist Benni. Benni. Ich mach Bennys auch ein Ohr. Nein, oh Gott, der Benni ist schwarz geworden. So, Ohr. Bla. 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 So. Bla 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 bla. So? Ist gut, ne? Bla 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 bla. Benni labert einen pinken Vogel voll. Bla 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 bla. So. Das passt. Ich gebe dem Benni auch so. Nee, 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 der muss, der meint, das wäre alles in Ordnung, was er da macht. Oh nee, der ist so, ist aggressiv. Wie malt man denn? Hm. Das sieht so Weigel aus, ne? So. Brrr. Egal, das ist Benni. Benni blabert gerade einen Vogel voll. Bla. Bla. So. Fertig. Könnte ich eigentlich noch machen, ne? Oh, warte, warte. So. Das war eine gute Idee. Der Vogel so. What the fuck? Was? Was will der? Passt, ne? Dankeschön. Chat, hallo YouTube. Chat auf Twitch, ist alles in Ordnung. Hat okay gegeben. Habe ich abgeschickt. Oh, wow. Oh. Immer dieser Stress. Naja. Ich kann aber nicht mehr so viel schreiben. Schellen ist doch okay, oder? Ich, wenn ich das noch zu viel schreibe, der Text ist zu lang. Das kann man doch gar nichts machen. Dex will sich mit Pokéball. Was? Dex will sich mit Pokéball vergnügen. Schwere Zeiten. Schwere Zeiten kommen auf mich zu. Hallo YouTube, kommen Sie nicht bei mir vorbei im Twitch, das sind sie alle hier. Oh mein Gott, nein. Falsch gemalt, so, alles gut noch.
Ist noch alles gut? Oh mein fucking goodness. Das sind übrigens Augen. Nee, Sekunde. Muss ich leider anders malen. So, Sekunde, ich muss die Augen erstmal zumalen. Dann sind keine Arschbacken. So. Bitteschön, jetzt erkennt man, dass das Augen sind. So. Er wird ja noch Lust. Das sind keine Boobs, Mann. Ich muss das Gesicht anders ansetzen. Ich muss das weiter oben ansetzen. Es ist voll schwer gerade. Ich krieg gerade den Bogen nicht hin. So. Das passt so, okay. Oh Gott. Mann, ich krieg diesen Bogen nicht. Oh nein, den Bogen hier nicht hin. So, passt. So, okay. Wird schon. Ihr werdet das schon sehen, was da passiert. Erstmal gebe ich euch, damit ihr zufrieden seid, machen wir das erstmal zu Augen und das zu einem Gesicht. So, und dann machen wir erstmal die Haare schön, damit ihr wisst, dass ich das bin. So, ich gucke ja nach unten. Also der Pokéball ist ja klein. So, jetzt muss ich mal ganz kurz... Oh. Ich habe große Augen. Okay. Jetzt, der Rest kommt ja jetzt noch. Ich will das nicht zeichnen! Ich hasse euch, ey. Nein, ich mach das nicht so. Nick, nee, das habe ich nicht so machen, weil es geht nicht. Was ist? Ihr seid echt alle bescheuert, ey. Hallo. So.
Damit das jetzt erstmal hier im Chat so ein bisschen wieder runterkommt. Nee, pass auf, ich muss, das ist ja so ein Arm, ne? So, passt. Junge, was muss ich mir hier alles ergehen lassen? Es ist wie ein Schwein, der Junge. Wie eine Sau, ja. Da habt ihr wieder Spaß, ne? Da ist der Chat wieder ganz wild. Dex will sich mit einem Pokéball vergnügen. Ja, das andere Bein steht. Ja, komm, ich geb dem Dex noch so eine geile Pose, okay, so. Okay. Bitteschön, so, upsala. Bitteschön, habt ihr noch ein Bein? Der hatte eben noch so ein bisschen Bewegung drin. Gut, bitteschön, hast du Dex. Geile Schweinepriester hier. So. Ja, ich habe das jetzt so interpretiert, dass Vergnügen so ist. Hallo? In ja. Welchem Universum erwartet ihr denn bitte alle, dass wir Wölfe zeichnen können? Was ist mit euch? Ich sag jetzt erstmal eins. Und derjenige, der das gemalt hat oder beschrieben hat, der soll jetzt still sein und nie mehr was sagen. Okay. Was ich mit Pokébällen treibe, das... Ich sag's euch. Denkst du, du. Das geht euch einen Scheißdreck an, was ich mit Pokémon treibe. Das ist mein Pokémon. Was draus geworden ist. Ich war gespannt, ey. Also als okay. Ich glaube, als es bei mir war das noch sehr harmlos. Ja, bei mir auch. Mhm. Bei mir auch. Okay. Ich glaube, ich habe das auch falsch gemalt. Ich glaube, der Chat wollte das, glaube ich, anders sehen. Ich habe das, glaube ich, ganz falsch interpretiert, das Ganze. Mhm. Wir gehen mal los, mal gucken. Okay. Bin gespannt. Wobei. Man schreibt mit Dodo auf einem Stein. Hm? Danke. Ein Mann schreibt mit einem, also Mann. Mann schreibt mit einem Dodo auf einem Stein. Mal gucken, was da kommt. Der Dodo als Stift oder was? Richtig. Oh. Ah. Das kam nicht an. Nein. Nee. Ja, aber es ist eigentlich genau das. Mann schreibt mit Dodo, also jetzt hätte ich das in Anführungszeichen gesetzt, in Gänsefüßchen. Aber ist egal, ist gut. Man hat Bleistift in der Hand. Daneben ein Ei mit Dodo. ein Ei mit Dodo. Jetzt kommen die Eier, ey. So. Friss den Stift. Dodo. Ja, jetzt wohl Mist. Friss den Stift. Ja, jetzt pass auf, was ich geschrieben habe. Ein Dodo schlüpft aus dem Ei und will gefüttert werden. Ja, hätte ich auch gedacht. Das sieht vielleicht so ein bisschen aus, als ob das ein Stück Speck wäre oder sowas. Also, Futter. Bitte mich. Ey, oh. Sehr gut. Oh, oh, du hast Gras gemalt. Oh, wei. Jetzt kommen die bekifften Dodos gleich irgendwo. Dodo schlüpft und will Grünzeugs Watschnusswurf. Das hab ich bekommen und dachte mir, was zur Hölle will der mit Grünzeug? Genusswurf? Und ich möchte erwähnen, ich kann kein Dodo malen. Oh mein Gott. Nom, was hast du da gemacht? Was ist das, Mann? Ach nein. Das ist eine Gans. Es ist halt kein Dodo mehr, I'm sorry. Frisch geschlüpfter Dodo ist ein Mundmessing. Oh, hey. Das wurde erkannt. Und M&M's, nicht schlecht. Danke für die Fantasie. M&M's. What the heck, Jan? Die M&M's laufen um ihr Leben. Die armen
habe extra die Argbärenfarben genommen da oben. Stimmt, ja. Metal. Ja, Oil meets Metal. Oil meets Metal. Hallo. Hey. Wow, voll cool. Wird gemalt. Hey, sogar der Hai und die Pommesgabel. Jawohl. Cool. Pinker Vogel grüßt Metal Backer. Jetzt weiß, wo der pinke Vogel herkommt. Ich weiß halt nicht, wie ich mich malen soll. Das ist immer quasi meine Emote-Farben. Ah. Die Eule kann keine Eule malen. Hallo. That's true. Metal, du bist blond? Dunkelblond. Hi. Was steht da? Metal? Metallica soll es heißen. Ach, Metallica, genau, stimmt. Metal diskutiert mit Pink im Vogel. Oh, oh. Julia, gute Nacht. Oh, voll niedlich. Hey, so der Vogel so, hey, hallo. Bla, 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 bla. Jetzt weiß ich, okay, ich weiß ganz genau, was ich da malen musste. Benny labert einen pinken Vogel voll. Oh, der hat abgenommen, ey. Ui, ui. Jetzt hab ich, das hab ich bekommen, dann muss ich das malen. Bla, 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 bla. Metal besingt einen pinken Vogel auf dem Ast. Der singt doch nicht, Mann! Der blabbert doch! Voll gut. Aber vor allen Dingen... Oh, geil! Stimmt, ich habe gar keinen Benny gemalt. Ich habe so rötliche Haare gemalt. Dann ist das wieder zum Metal geworden. Stimmt. Oh nein, ich muss das speichern. Scheiße. Nein! Nein. Woher kommt nur das ganze Blut? Ey, Mann, wie soll ich das denn malen? Hilf mir! Das kam bei mir nicht an. Nee. Ja, was soll ich denn da malen? Was soll man denn malen da? Da ist ja nichts, da ist keine Person, da ist nur Blut. Ich hab das gemalt. Ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung. Wer ist hier ermordet worden? Überall Blut an der Wand. Ja, passt. Ist doch okay. Keiner weiß, wer war der Mörder. Ah, gut. Crime. Opfer. Wer war es? Tatort wurde abgesperrt. An den Wänden überall Blut. Leiche. Oh Gott, es tut mir so leid. Scully. Ich weiß jetzt, was bei mir ankam. Wo es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Oh. Ach Gott. Scully, wo siehst du denn da jetzt eine Leiche? Woher kommt jetzt die Leiche? Dass sie umrissen ist, aber... Jetzt kommt bestimmt Leichen. What the heck? Was? Jan? Ja, Police! Ja, abgesperrt. Gut, an den Wänden, Leiche. Okay. I'm confused. Warte mal, Sekunde, warte. Warte, ich kenne das, warte. Ah, jetzt erkenne ich das, ja. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst, Bruder. Oh mein Gott, ey. Das erkennt man nie im Leben. Mal gucken, was der Fupp daraus sieht. Von Polizei abgeperrter BEI. Ja, von Polizei abgesperrter Bereich. Hat doch geklappt. Ja. Da kommt der Gulli her. Okay. Ist es ein Topf? Oder? Ja, soll Gulli sein. Keine Ahnung, abgesperrter Bereich. Warum Gulli jetzt? Welcher Gulli? Warum nicht? Warum liegt da Blut? Gulli-Loch mit Blut dran. Ringsrum Polizeiabsperrung. Band. Ja, passt doch. Vor allen Dingen kommt ein Polizeiauto dazu. Ein Gullideckel in der Straße. Absperrung da oben steht. Woher kommt nur das ganze Blut? Ja, aber das Blut hat sich durchgezogen. Dex spielt Pokémon, hat aber keine Ahnung von allem. Was? Und das ist, was ich malen musste? Oh nein. Okay. Jetzt kommt's. Gott. Ich habe das ganz anders gemalt als... Oh mein Gott. Oh, Voltball, geil. Ein was? Wie heißt das Ding? Voltoball. Mein Platz reichte nicht. Ich wollte dazu schreiben. Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Dex will ein pokeballförmiges Pokémon fangen.
Ah, du wusstest nicht, wie das heißt, ne? Nee, gar keine Ahnung. Ich find mich sehr gut gezeichnet, Mettler, finde ich gut. Sieht ja aus wie Minecraft. Ja, genau, deswegen. Sehr geil. What the heck? Warum läuft denn der Ball jetzt weg? Weil du ihn fangen willst. Ja, stimmt. Dex versucht, einen Pokéball zu fangen, der läuft davon. Oh mein Gott, ich will das nicht zeigen, was ich gemalt habe. Ich will das nicht. Kann man das gleich überspringen? Das wird ja gar nicht... Was, das doch noch läuft doch nicht weg. Oh mein Gott. Was habe ich eigentlich... Das sind deine Rückenbrüste. Das sind... Also ich... Oh Gott. Dex läuft einem Pokéball hinterher. Das kommt nicht bei mir an, so. Da steht was ganz anderes. Was ist denn bei dir angekommen? Das war alles ganz harmlos. Jetzt kann ich mir vorstellen, was bei Dex angekommen ist. Oh nein. Wenn der Jan vor mir war, da ist sowieso alles kaputt. Oh. Dex will sich mit Pokéball vergnügen. Oh Mann! Okay. Dex, ich will das nicht zeigen. Genauso malen müssen wie ich. Mit der blonden Frau. So, überspringen wir. Nächste Fupp bitte weiter. Ich will das nicht zeigen. Nein. Los. Mit dir mache ich kein Pokémon Kampf. Das ist genau das, was mich fast hier drunten. Das ist genau das, was beschrieben worden ist. Außer der Chat hat natürlich gesagt, Vergnügen wäre ja auch spielen. Du musst ja nicht direkt mit dem rammeln. Mann, ey. Womit ihr mich hier hintreibt in so welche verschweinten Sachen. Der eiserne Thron. Ha, gut. Das kam so kompliziert bei mir an. Meiner Verteidigung, ich hab's nie gesehen. Also... Kameka hatte das gemalt und ich brauchte wirklich 5 Minuten, bis ich verstehe, was das ist. Bis ich dann gesehen habe, ach, das könnte ja der Thron sein. Ich habe leider Thron falsch geschrieben. Wir kriegen mal Ärger, Gehen's wenn ich was auf falsch schreibe. Thron. Thron. Das sieht aus. Ja, ich hab's nie gesehen. Katzenmann. Das sieht aus wie Moritz von Max und Moritz. Das sieht aus wie ein Katzenmann. Ich hab's immer erkannt. Ja, aber pass mal auf, wie kompliziert sie das jetzt beschreibt. Ich glaube, das hab ich dann bekommen. Das ist doch kein Wolf, ey. Jan, ey, du musst echt lernen zu malen. Das ist eine Katze. Und das ist so eine arme Katzenfigur, die mit Schwertern beschmissen worden ist. Oh. Johns nur auf dem Thron mit Wolf. Was? Was hast du gesehen? Das ist ja unglaublich. Ich habe alles angeschaut. Okay. Ich kann nicht helfen, Wo kommt denn eigentlich der andere Typ jetzt mit der Heereule? Erklär mir das mal. Der verbeugt sich halt. Ja, wo kommt denn der her? Ach so, okay. Das sollte das darstellen. Der ist halt unwichtig, aber ja. Also, keine Ahnung. Ich hatte noch Zeit und mein Wolf wurde nicht besser. Also ich kann das mal beschreiben. Mann, blonder Mann kommt rein mit Regenschirm und verkniet sich nieder und sagt, hey Bruder, es regnet draußen. Und der Wolf, wir haben goldene Mütze, wir brauchen keinen Schirm. Benny kniet vor König, Hund passt. Benny kniet vor König, Hund passt. Nein, ich bin raus. Das sieht so edel aus. Der Hund so... Voll gut, voll der goldene Thron. Wo ist denn eigentlich der Games of Thrones jetzt hin? Angebeteter König mit Hund. Ja, sorry, meine Schwerter waren zu schlecht. Ach, das waren Schwerter? Ja! Also du? Ja. Gut, dass du genauso gut malen kannst. Wow! Mädle, voll der coole Typ hier. Den Dackel, das Gesicht sieht man zwar nicht mehr, aber wenigstens die Zunge und die Nasenspitze. Ja, ist ja egal. Gibt ja so Hunde, ne? Voll gut. Wolf heult den Mond an. Ja, das hab ich gehabt. Oh! Ich.
Krass. Das war aber ein Fremdsprachenwolf bei mir. Hey, jetzt, wenn ihr meinen Wolf... Oh, Metal. Wolf heult den Mond an. Das habe ich bekommen jetzt aber, oder? Ja. Nein! Krass. Hat sich festgezogen. Oi, gut. Au! Voller Cookie-Mond. DJ? Wolf heult, jault den Mond an. Das habe ich bekommen. Ich habe mich übrigens inspirieren lassen an Metals Kuh. Oh, wow. Und das willst du mir erzählen, dass das ein Wolf ist? Hey, das ist ein Wolf, der mit einer Pranke sich festhält, mit der anderen sich gerade einschleudert. Das ist geil. Das ist, wir wissen ja nicht, worauf. Ja, der die, ist geil, ja. Der ist geil, der Wolf. Hey, Jan. Jan, sag jetzt nicht, das siehst du kein Wolf. Wolf macht Mut zum Mund. Ja, ist egal. Da kam der Fremdsprachenwolf ins Spiel. Oh, shit. Warum macht der Mu? Ja, guck dir doch mal dein Gesicht an, was du gezeigt hast bei dem Wolf. Yep. Der Mund sieht aus wie ein Schwein. Ja. Was? Ja. Das ist doch voll. Ich weiß nicht. Schweinewärme. Ein Wolf mut den Mond an. Mut den Mond an. Der Wolf mut den Mond an. Mut an. Schön. Ich hab alle so steife Beine. Also meine Hinterbeine waren ja wohl besser als die vom Krämer Kracher, hallo? Hier, da. Wie verbergt er seine Hand, was er da so macht? Herrlich. Ich bin so stolz auf meinen Wolf gewesen und dann sowas jetzt. Gott trifft eine Domina in der Hölle. Was? Oh mein Gott, Leute. Das ist too much. Oh mein Gott, Leute. Nein. Sadomaso zusammen mit Gott in der Hölle. Sadomaso. Da Sadomaso. Eben hat er es auf Französisch vorgelesen. Sadomaso. What the heck? Was hat er da bitte in der Hand? Ich will es nicht wissen. Das ist der Herrscherblitz. Und achso, der Teufel. Achso, ja, so eine... Das ist die neue fränzige Katze. Das Ding, was der Typ da, der Engel in der Hand hatte, sieht für mich aus wie ein goldener Dildo, ey. Nein, das ist der Herrscherblitz. Das ist ein goldener Dildo. Oh, Leute. Willst du mir mal selber bei raus. Habt ihr nie Diebe im Olymp gesehen? Doch. Hab ich gesehen. Eule. Der Herrscherblitz. Eule. Sex. Eule, wie nennt man das Ding, was der im Mund hat? Ich habe keine Ahnung, tatsächlich. Mist, ich dachte jetzt, wenn du jetzt sagst, ach, das ist das Ding, was ich gestern Abend noch genutzt hatte. Teufel Domina bestraft Christ. Voll gut gemalt hier. Jetzt ist auch noch der Christ. Das ist ein Engel jetzt. Hallo Christ hier. Ist ja die Christen. Der hat das ganze Kreuz im Arsch drin, ey. Voll reingeschoben. Was malt ihr hier? Ja, Hauptsache. Das ist eine Domina. Hallo, was? Muss groß sein. Ja, hallo. Aber wann ist da eine Domina draus geworden? Der Teufel bei mir hat keine Pups. Steht, aber er hat einen Ständer. Nein, das ist ein Ständer. Die hat zwar in der falschen Position, aber man weiß ja nie, ist ja Teufel. SM Studio mit Wo ist denn der Metal jetzt auf dem Bild, Koni? Guck mal, wie lang das Gemächt ist. Na, dann kann es nur Metal sein. Ja, genau. Oh, geil. Ne? Und das Schöne ist, das ist sogar von Metal. Das hab ich bekommen. Metal in einem SM-Keller mit Peitsche, Schelm und Kerze. Oh. Das ist gar nicht viel Spaß. Ich hab die alles. What the heck? Und jetzt, was ist denn daraus geworden? Ey? Das darf ich nicht als Thumbnail machen hier. Der arme Jesus in der Hölle, ey. Und nochmal zu dem Bild. Das ist umgedrehter Kreuz gewesen. Dex als sexy Krankenschwester. Oh ja. Eieiei. Wie nennt man diese? Netzstrumpfhose. Ja, die Netzstrumpfhose, genau das wollte ich sagen.
Sexy Dex Krankenschwester mit Spritze. Das habe ich bekommen. Ich hatte es noch schnell weggemacht, bevor nachher das Krankenhaus dazu kommt. Ja, ich hatte es mal schnell weggemacht. Irgendwie sieht sie nicht mehr so sexy aus. Aber hey, die hat doch so schöne Augen und so und Schüchen. Dexen als hässliche Krankenschwester. Hey! Wo ist die denn hässlich? Naja, also. Das ist eine Peppa Pig Krankenschwester, das sieht man doch. Naja. Also das bei Savannah sieht das ja auch nicht unbedingt sexy aus. Die hat auf meinen Brustwarzen die Kreuze gemacht. Hey. Jetzt yeah. Hat ein Detail ist mir natürlich sofort ins Auge gesprungen. Aber ich konnte es nicht weglassen. Oh, ich ahne. Das sieht gut aus, die Lippen. Voll gut, ey. Sex als Krankenschwester mit unrasierten Beinen. Dankeschön, wenigstens sind sie mir hässlich. Oh Gott. Puh, ich bin nicht mehr hässlich. Ohne Worte, hallo? Dex, der Krankenbruder. Was malt man denn jetzt als Krankenbruder? Ja, ja. Es passt, ist gut. Am Ende ist er doch noch schön rausgekommen. Was war eigentlich? Das ist die sexy Krankenschwester. Passt. Am Ende sind das wir doch. Das Sexy war nur auf dem ersten Bild, glaube ich. Ja, vor allem ja. Die Spritze war auch nie dabei, aber irgendwann war die Spritze plötzlich da. Giga frisst Benny bei der Zähmung. Benny. Giga frisst Benny. Giga? Das ist aber ein kleiner Giga. Das ist aber ein kleiner. Der knabbert ihn ja förmlich nur so. Einmal die Stirnhaut weg, bitte, danke. Ich habe eine Frage. Ist ihm der Arm gebrochen oder was hängt da runter? Was ist das? Stimmt, gut, Frage. Ja, der wollte abklatschen oder sowas und dann hat es. Benny wurde von einem Dino in den Kopf gebissen. Ich weiß, was ich bekomme. Und ich habe gesagt, das war von Metal. Was? Das war. Ach nee, wow. Das habe ich bekommen. Voll gut. Ich hab den Giga leider nicht bekommen, oder? Dino beißt Benny den Kopf ab. Das hab ich. Oh, das habe ich bekommen. Sehr gut. Nee, was hatte ich gesagt, wo ich gesagt habe, das war von Eule? Das weiß ich nicht mehr. Ich hab's vergessen. Irgendwas war, wo ich gedacht habe, das wäre von dir. Ich hab's vergessen. Chat, hilf mir. Ich bin verwirrt. Oh, das mit dem Dino Vogel. Beißt man den Kopf pinken ab. Vogel. Boah, Blut. Das sieht aus wie das Ungeheuer vom Sumpf oder so. Das ist eine ganze Menge Blut für einen Menschen. Ah, jetzt verstehe ich auch, warum der erste Text war, warum liegt hier so viel Blut? Ah, okay, jetzt wissen wir es. Dino snackt Menschenkopf. Snack. Premium Meat. Das ist besser als Hammel. Okay. Der arme Kopf, mal weggeschnetzelt. Sieht aus wie so ein... Ach, das ist ein Teller. Okay, jetzt verstehe ich's. Ja, der ist auf dem Teller und da hast du noch die Verpackung praktisch, wo das Premium drauf ist. Premium. 5 Sterne. 5 Sterne, genau. Premium. Schleck mit dem Lätzchen auch noch. So, Eule, mal gucken. Ja. Ein Schneemann fährt Ski. Ja, total unkreativ, aber... Ja, da kommen meistens aber ganz komische Sachen raus. Ich wollte ein weißes Bild abgeben. Wow. Hat der... Ah, das ist ein Arm. Ich dachte, das wären so große Pups, die da vorne so nach vorne gestreckt werden. Pieft der eigentlich eine Zigarre? Es ist so eine Pfeife. Noch das. Nicht. Und der Vogel so, wow. Wow. Ein Schneemann raucht Zigarre, fährt Ski und es schneit. Jetzt raucht er Zigarre. Das habe ich bekommen. Ich musste unterscheiden zwischen den Nasen. Habe ich die rauchende Nase gesehen, dann wusste ich Bescheid. Rauchender Schneemann fährt Ski den Berg herunter. Juhu! Oh, der arme Schneemann. Wo sind denn seine Dingsbums hier, seine Stäbe? Rauchender Schneemann macht Skiurlaub.
Oh, jetzt kommt's zum Urlaub. Ja, klar. Jetzt fliegt er gleich nachher wieder aus dem Urlaub wieder zurück, oder was? Endlich ja, Urlaub. Endlich Schnee. Schneemann macht Urlaub und fährt Ski. Quarzt Fluppe. Ah, Fluppe. Quarzt Fluppe. Okay. Süß. Juhu. Das war's. Wir haben es geschafft, ihr Lieben. Aber wir sind auch echt spät jetzt. Schluss mit lustig heute. Jetzt aber Schluss. Wir haben schon nach 2 Uhr. Oh, krass. Ich sag euch erstmal schon mal Dankeschön fürs Mitspielen. Danke auch. Danke auch, gerne. Ich wechsle mal ganz kurz den Channel, dann sage ich im Chat auch nochmal Tschüss.